Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim und endlich hier, und wir sind hier, um ein paar Master Spells zu bekommen. Ich habe jetzt erfahren von einer hübschen jungen Dame, kann mir aber den Namen nicht mehr in die Erinnerung rufen, dass Tolftier für Veränderungszauber zuständig ist. Und jetzt habe ich ihn gesucht, mir einen Wolf gelaufen hier, und na klar, der kann gar nicht hier sein, weil zum Schluss habe ich nachgeschaut und das Saartal, ja, das ist ja auch ein Teil des Hauptquests, glaube ich, ja, und das Saartal, Ziele trifft Tolftier vor Saartal, ja, das werden wir gleich einmal einlocken, ja, und das werden wir auslocken und dann werden wir dorthin schauen. Vielleicht können wir, ohne den Quest zu machen, ja, ihn um einen Nebenquest anhauen, damit wir eben den Veränderungszauber bekommen, nämlich Massenlähmung, ja? Das wäre toll, ne? Ich werde mal kurz, wir machen das gleich so, ja, wir laufen dazu. Dosita hat ja einen mächtigen Tee und natürlich ich auch, und dann laufen wir, trinken das inzwischen noch einen kurzen aus Russland, weiß nicht, wie der importiert worden konnte, na, nach Himmelsrand, aber egal, und hab das Game auch schon lang nicht mehr gespielt. Wo ist denn jetzt der Marker? Gleich da vorne, ja, wir laufen nochmal raus. Ich glaube, die war das, ja? Bitte behelligt den wenn es Probleme gibt, lasst es mich wissen. Es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alles seinen Gang geht. Das stimmt, ja. Mirabelle, du bist eine ganz eine Nette. Also, dich mag ich besonders gern. Du bist extrem cool und auch hübsch. Es gibt keine Erwartungen. Diese Akademie ist ein Ort, an dem man Magie ungehindert lernen und ausüben kann. Genau. Ich hoffe, ihr teilt alle Entdeckungen aus euren Studien zunächst mit den Mitgliedern der Akademie. So können alle davon profitieren. Ja, Mirabelle, ja, das kommt extrem cool. Und wo lerne ich Zauber? Und genau das ist es, das sie mir gesagt hat, wo ich was lernen kann. Das hängt davon ab, wonach ihr sucht. Faralda kann Zerstörungszauber lehren und bietet Training dafür an. Das ist eine ganz gemeine... Phineas ist einer der besten Beschwörer in ganz Himmelsrand und kann euch mit Zaubern dieser Art helfen. Lasst euch von Tolftier nicht täuschen. Er ist die höchste Autorität auf dem Gebiet der Veränderung. Einer der besten in Tamriel und stets bereit, sein Wissen weiterzugeben. Wenn ihr Drevis findet und ihn dazu bringen könnt, dass er sich konzentriert, kann er euch so einiges über Illusionsmagie beibringen. Und dann ist da noch Colette. Zwar ist der Umgang mit ihr nicht immer ganz leicht, doch ihr Wissen über die Wiederherstellungsmagie ist enorm. Okay, also ihr wisst, Mirabelle klärt euch auf, wo ihr was lernen könnt. Und wenn ihr eine coole Stufe habt, also ich glaube, das fängt dann ab Stufe 90 an, ne, bei Illusion, Beschwörung und so weiter und so fort, dann könnt ihr eben die Master Spells dort auch abholen. Und das werden wir machen. Ich laufe da einfach gerade mal dazu. Egal, ja. Ich weiß ja gar nicht, wo das ist. Ob da, ja, wir schauen mal auf der Karte nach. Wir sind da hier und müssen. Oh, weit, ja. Ja, wir laufen einfach, egal. Auf der Suche nach dem Master Spell und laufen wir zu. Ganz allein. Weil, ja, hier, wo es da permanent schneit, ist ja auch nicht gerade lustig. Mein Pferd. Sollen wir reiten? Ah, Schmarrn. Wir sind zu Fuß auch schon schneller. Ich schaue noch kurz mal auf die Karte nach, ja. Ob wir da um einen Berg herum müssen, eigentlich nicht, ne? Wir könnten noch gerade zulaufen, ja. Ja, darauf. Laufen wir, egal. Ja, wir müssen Tolftier treffen. Ich will unbedingt den Massenlähmungs-Master-Spell haben. Ja. Und das dürfte auch nicht so schwer sein. Also wir machen hier nicht den Quest weiter, wenn es geht. Sondern wir laufen einfach da. Ruckzuck.
und schauen, dass wir den Quest bekommen, damit wir Massenlähmung einsetzen können. Ich finde das ja extrem cool. Was ist denn da schon wieder? Mein Gott. Wir könnten nochmal was ausprobieren. Lautlosigkeit und Unsichtbarkeit. Mal sehen. Das brauchen wir nicht. Das. Und Unsichtbarkeit und... Oh, die erkennen uns noch immer. Noch immer? Noch immer? Ja, Alter, was ist denn los? Wozu habe ich denn den Scheiß? Aber wir können was anderes probieren. Wir haben ja da... Sicht des 10. Auges, so ein Blödsinn. Verbrennen, Wirbelwind, Sprint, alles mögliche haben wir da. Wirbelwind, Sprint kommt auch immer gut. Das ist ein Ruf, gell? Und Harmonie, ja. Vielleicht haut das hin. Was machen die jetzt da? Ja, cool! Und wir sollen das bleiben lassen? Ja, keine Sorge, wir lassen es überhaupt nicht bleiben. Jetzt probieren wir was ganz anderes aus. Harmonie ist cool und Schwert des Himmels mit Stolz. Dann... So. Ah, nichts mehr. Na komm. Ja, das ist aber wirklich gemein. Was ist denn mit dir da oben, Heinzi? Ah, ich glaube, ich habe da noch. Und? Der sieht mich ja noch immer. Wie gibt's denn das? Versteckt? Wer bist denn du? Banditenanführer. Ach so. Wie haben wir dann Master Spell? Ja genau. Noch einmal. Was war denn das? Harmonie. Komm her. Ich reiße euch das Herz auf. Komm her. Und jetzt? Nein, ist mir. Ja, ist mir. Wir essen auch was. Halt mal. Ah, die Trolle, tut mir leid. Echt wahr, das wollte ich nicht. Ich wollte nur mal sehen, ob das funktioniert. Leute, das ist ein Spiel, okay. Grundsätzlich hasse ich das. Ihr wart ja so nett. Ihr könnt ja auch nicht aus eurer Haut raus. Ist ja schon klar. Banditenjungs waren das, ja? Ja, schau, schau. Ja, das ist was wert. Das nehmen wir. Und ja, Schuppen. Schmachen. Harmonie, Leute. Harmonie ist echt cool. Ja, ich freue mich ja so. Der Master Spell kommt cool. Da ist ja noch wer. Harmonie. Wo ist Harmonie? wir machen das zuerst. Unsichtbar auf die rechte Hand, Lautlosigkeit auf die linke Hand. Vorerst einmal. So und so. So und dann Harmonie. Ja.
Da ist ja einiges im Argen jetzt hier. Ich glaub's ja nicht. Finde ich ja cool. Wo ist denn der? Böse? Saartal entdeckt. Cool. Normalerweise dürften die meine Spells gar nicht erhören, weil... Au, oh, fuck. Ja. Wir haben ja Lautlosigkeit, Bastia, Unsichtbarkeit. Haben ja einen Glitch. Keinen Glitch. Wir haben ja da... verwendet den Zusatz, dass die unsere Spells nicht hören können. Wo bist denn du da? Ah, da unten. Wie komme ich denn da hin? Du bist ganz allein da? Band. Raufbold, okay. Wir werden das auch so machen mit, nämlich, ja, wir nehmen immer das Schwert des Himmelschmiedstahls. Das passt ja auch, ja. Und du stehst da? Ich kann euch nicht besiegen. Der läuft davon. Habt ihr das gesehen? Der Tod ist stark überbewertet. Der Tod ist stark überbewertet. Ja, finde ich auch. Ich kann euch nicht besiegen. Ja, irgendwer sieht uns da. Ja? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Sollen wir den leben lassen? Bitte, bringt mich nicht um. Ja, ist okay, wir lassen dich am Leben. Wir müssen da runter. Ja, Sadal, passt schon. Und schon ist es geschehen. Wer ist denn das? Ihr könnt euch nicht vor mir verstecken. Das sind ja noch mehr. Oh, Leute, Lautlosigkeit und komm her. Wir werden das einfach probieren mit Unsichtbarkeit, Lautlosigkeit. Einmal so. Einmal so. Da gibt es einen ganzen Haufen, was? Ja? Ihr könnt euch von mir nicht verstecken. Wer ist denn das denn? Achso, das sind unsere Jungs eigentlich, oder? Wer bist denn du? Genießt euren letzten Atemzug. Okay. Ah, die laufen denn hier hoch danach. Egal, wir müssen ja da runter und da ist Dolchstier und ja, wir könnten aber nachschauen, Geld, was die da machen mit dem Jungen. Ah, nicht abstützen. Ja? Lautlosigkeit. Ihr entkommt mir nicht. Schaut euch das an. Ja? Der arme Bandit. Schau, wie der davonläuft. Noch kann ich mich wehren. Die sehen uns alle nicht. Finde ich ja cool. Komm, lauf zu. Lara, das war's dann schon. Wo ist er denn jetzt? Oh ja, Banditenraufbeut, armer Teufel, ich hab dich am Leben lassen. Ja, man muss ja in Himmelsrand auch irgendwie über die Runden kommen. Ja. So, retour zu Sadal. Ich glaube, der Quest wird ein bisschen länger dauern. Das mit dem Unsichtbar ist so cool. So, wir werden hier einen Schnitt machen. Wir warten hier auf Tollstier. Und ich springe da gleich mal runter. Ja, perfekt. Da ist der Marker und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ja? Und da sieht er es wieder sichtbar.
Wir müssen auf die ganzen Jungs dann noch warten. Das Unsichtbarkeitsding ist extrem cool. Harmonie auch. Ja, das macht ja wieder Spaß. Nicht nur immer dann draufhauen und Schluss und Ende. Dosita lächelt ein wenig, ja? Wir schauen da. Genau so, da ist ein Lächeln. Das sehe ich. Wenn ihr am Laufen bleiben wollt und wisst, wie wir da jetzt ein Master-Spell bekommen, dann macht ein Abo. Wenn nicht, dann sagt es ihm nicht weiter. Und ich wünsche euch noch eine angenehme Nacht. Und Dosita wartet jetzt auf ihre Kollegen da oben. Ja, die kommen schon langsam. Und auf Tolftier, der vielleicht noch, bevor wir den Hauptquest weitermachen hier, ne, einen Master-Spell vergibt. Angenehme Nacht wünsche ich euch, euer Doso. Ciao. Der hat auch eine Seelensruhe. Bis dann.